Kapazität 8. Ja. Hm. Warum fahren die Holzzüge wieder... Oder der Holzzug wieder voll zurück? Das gefällt mir aber nicht. Macht der das auch? Das ist ja Verschwendung. Nö, der hat leer gemacht. Das hat er auch leer gemacht. Na gut. Wer weiß, wer weiß. Was können wir erstmal eine Kirche bauen? Damit die hier ein bisschen, wie sagte gestern der Bischof bei der Krönung, ständig Let us pray. So, was bauen wir hier so ans... Ah, ich baue das mal so hier. Dann kann ich nämlich noch mal den Weg durchbauen. Zack. Die Kirche hat nicht genügend Arbeiter. Irgendwie haben wir so einen übelsten Arbeitermangel, ne? Kann das sein? Die einfach nie in die Kirche, weil bloß der Weg dort genutzt wird. Warte mal, bitte so? Hä? Jetzt? Okay. Guck mal, die haben fast die ganze Stadt. Das heißt, ich brauche hier hinten auch nochmal eine. Wobei die dann auch wieder so sehr überlappt hier. Also sie müsste wahrscheinlich dann irgendwie erst hier hinten kommen. Oder man müsste die... Ja... abreißen und irgendwie hier hinstellen. Was hatten die für Kosten? Minus 1000, minus 5? Minus 1000 Wartung hat die. Oh Gott. Gut, dann müsste ich dich vielleicht doch ein Stück zentraler bauen. Wenn ich jetzt einfach sage, ich baue die hier so mitten in die Innenstadt rein, dann deckt die auf jeden Fall alles ab. Ja. Dann spare ich mir den Kauf einer zweiten, also den Bau einer zweiten. Die Leute sind glücklich. Ändert aber nichts daran, dass ich anscheinend trotzdem noch mehr Arbeiter brauche. Hier mal so, damit es ein bisschen mehr durchdringender ist und die vielleicht mehr Möglichkeiten haben. Oh, was war jetzt los? So. Die brauchen Wasser. Was haben wir hier jetzt? Ein Lagertank. Jetzt gehen die Steuern auch wieder nach oben, aber trotzdem nicht genug Arbeiter hier hinten. Ach so, sind die überhaupt noch in der Reichweite von dem Bahnhof jetzt? Nee, sind sie nämlich nicht. Aber das müssten sie theoretisch, wenn vielleicht...
wir die Steinstraßen haben, dann erweitert sich ja alles. Ist natürlich wieder blöd, dass es jetzt wieder am Holz scheitert. So, jetzt haben wir 100 Gebäude. Wasser haben sie keins. Zum Glück haben wir hier gleich die Stelle. Zack, hier kommt dann halt ein Park hin. Gut, die Steinproduktion läuft an. Na gut, solange es jetzt sich hier noch nicht irgendwie staut, da würde ich jetzt erstmal hier die Kreuzungen so lassen vielleicht. Was hätte man als nächstes Ziel überhaupt? Baumwollfarm, 2000 Einwohner, Werkstein haben wir geschafft. Markenaufwertung haben wir wieder. Ich würde die Lagerkapazität der Lagerhalle gern erhöhen. Hier machen wir... Baureichweite der Siedlung. Genau. Jetzt müsste man eigentlich theoretisch... Genau, jetzt kommt man hier ein Stück weiter. So, aktuell keine Probleme. Das ist sehr schön. Das heißt, die Siedlung läuft. Steuereinnahmen haben wir auch. 4000... Holz könnte ein bisschen besser sein. Ich glaube, da mache ich gerade noch mal was. Platz haben wir hier noch. Hier sieht man auch schön die Siedlungserweiterung. Quatsch, die Bauerweiterung von den Ländereien. Das füllen wir noch mal hinten so auf. Die Leute müssen halt dann bloß wissen, was jetzt wem gehört. Aber ich denke mal, das kriegen sie vielleicht gerade so noch hin. Ach ne, sieht man es auch durch den Zaun. So, was heißt, lassen wir jetzt den erstmal hier nochmal abladen. Und dann... Werkstein, Wartung 5 gerade mal. Aber wie gesagt, Holz könnte ein bisschen besser sein. Produktion ist da gerade mal zu niedrig. So, bitte mal tauschen. Ab ins Depot. Gleich direkt ins Depot. Scheiß da jetzt mal auf das Geld, was da flöten geht. Achso, jetzt hätte ich auch den Wagen und die neue Lok. Wartung 20. Wartung 10. Na komm, wir gönnen uns die einfach mal. Wenn die ein bisschen schneller ist. So, jetzt haben wir 120. Das sollte hier unten passen. Genau. Ich stelle aber mal das auf... ging das nicht irgendwie nur exklusiv? Achso, der kann bloß die mitnehmen. Das war dann die, der dritte Waggon. Der dann kam, wo das der Fall war. So, jetzt haben wir die neue, schnellere Lok. Na gut, das könnte man ja erstmal bei den Passagierdingern machen, weil Güterzüge sind ja, ja, würde ich jetzt mal sagen,
vielleicht jetzt erstmal Wurst. Aber dadurch haben halt, dass halt die Leute schneller gewechselt werden können. Ist das die Lok überhaupt? Ja. So, einmal bitte entladen und dann ab ins Depot. Bei dem passt das ja gerade so schön. Glück gehabt. Und 4 Waggons. Okay. Abfahrt. Na gut, hier oben fährt kein Passagierzug hoch. So, warum kommt er mit einer vollen Steinladung wieder an? Ach so, weil der vielleicht... Weil das hier vielleicht wieder alles voll war, das Lager. Ja. Aber auch die Kapazität von dem Lager ist nicht unendlich. Das heißt, die Züge fahren dann da... Das ist schon so eine neue Lok hier, ne, glaube ich. Ja. Das ist auch eine neue. Nee, Quatsch, das ist eine alte hier. Genau, das sieht man schon an den Waggons. So, bitte mal entladen. Ab ins Depot. Und dann erneuern. Aktuell läuft's gut, keine Probleme. Genau, die neuen Loks, die haben, glaube ich, das... Nee, das ist eine neue, ne? Die haben diese runden Fenster und mehrere. Und die haben diese eckigen Fenster. Wie viel waren das jetzt hier? 3? Ja, ne? 120, Abfahrt. So, das müssten eigentlich jetzt alle Loks gewesen sein, ne? Der ist auch neu. Den hat man definitiv erneuert. Der ist auch neu. Ja. Genau, waren ja eigentlich jetzt bloß 4 Passagierzüge. Hier unten ist es, glaube ich, mit dem Holz. Da ist so viel Holz im Lager, im Dings. Da kannst du, glaube ich, nochmal ihn raushauen. So, und dann, was haben wir noch? Oh, wir haben einen kleinen Moment Aufnahmezeit haben wir noch. Gut, die Stelle würde ich auf jeden Fall schon mal entschärfen wollen mit einer Steinbrücke. Dass zumindest diese Achse, die hier geradeaus drüber fährt, eine Brücke bekommt. So, dann machen wir hier wieder einen frühzeitigen Abzweig. Für die Rechtsabbieger. Da gern... Na gut, das habe ich denn hier schon angetürt. Ah, da ist dann das Signal dort unten im Weg.